Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Ich wünsche euch allen frohe Ostern. Ja, und wer sich mein Video von heute Vormittag angesehen hat, dem wünsche ich jetzt eben zum zweiten Mal frohe Ostern. Ist doch auch nett. Also dieses lustige Video mit diesen Osterhasen hatte mein Bruder in unseren WhatsApp-Familienchat gestellt. Und ich finde das Video so genial. Ja, da musste ich es einfach hier bei YouTube hochladen. So, heute ist also der 13. Tag meiner Quarantäne. Und mein erstes Ostern ganz allein. Kein Besuch, kein Osteressen, keine Ostersüßigkeiten. Heul, Snief, schaut es euch an. Ja. Ja, keine Ostersüßigkeiten. Wie auch. Also, nur die von mir gefärbten Eier in dem von mir gebasteltem Osternest. Ja, und da dachte ich mir, das ist so trostlos. Trostlos, also ein bisschen Süßes muss schon sein. Ja, und dann habe ich diese Minikuchen gebacken. Ja, ohne Ei. Denn ich hatte ja alle gekocht und gefärbt, ne? Ja, jetzt hatte ich natürlich keine mehr und auch keine Banane mehr. Als Eiersatz hatte ich auch schon alle verbraucht. Ja, also habe ich einfach ein bisschen rumprobiert und da rausgekommen sind eben diese Minikuchen. Ja, und ich finde, die schmecken irgendwie nach Butterkeksen. Also das waren 6 Stück. Eins habe ich schon gefuttert und 2 habe ich meiner Nachbarin vor die Tür gestellt. War doch lieb von mir, oder? Guckt mal, das ist die Form. Silikon, ne? Ja, die habe ich bei Lidl gekauft, weil die da im Angebot war. Nein, ich bin keine, die Sachen einfach nur kauft, weil sie im Angebot sind. Aber ich habe natürlich mal wieder nicht auf der Packung gelesen, weil die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte ganz kleine. Ich wollte nämlich mal so selber Pralinen machen. Ja, und dafür sind die natürlich viel zu groß. Ja, und umtauschen ging auch nicht mehr, weil ich bin ja in Quarantäne. Wann soll ich die umtauschen? Bis dahin ist das abgelaufen. Und naja, jetzt haben sie ja auch einen kleinen Zweck erfüllt. War ja nicht teuer. Also diese Form. Ja, also jetzt sage ich euch mal mein Rezept. Ich habe genommen, für diese 6 Dinger eben, 80 Gramm Butter, weiche Butter, 70 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und ein Päckchen Schlagsahne. Das habe ich alles zusammen in die Schüssel gekippt und dann mit den Rührbesen vom Mixer schaumig gerührt. Ja, und dann habe ich 125 Gramm Mehl untergerührt und als das alles fertig war, habe ich 1/3 von dem Teig abgenommen und habe dann da 2 Teelöffel Backkakao eingerührt. Ja, und dann habe ich das eben schichtweise in diese Silikonförmchen geknallt. Ja, ich habe auch kein Backpulver genommen. Ja, das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Aber wahrscheinlich war es auch gut so, denn sonst wären die bestimmt übergelaufen. Und so kam das genau hin. Ja, also, ab in den Backofen. Bei 150 Grad habe ich das gemacht und das hat 30 Minuten gedauert. Also ich glaube, das war echt blöd. 180 Grad wäre wohl besser gewesen und dann wären die auch schneller fertig. Ja, also beim nächsten Mal, ja, aber wahrscheinlich gibt es bei mir kein nächstes Mal. Aber trotzdem, falls das jemand machen möchte, solche Förmchen hat und auch kein Ei und so. Oder gerne mal so Mini-Kuchen für die Kinder, ist ja was Schönes, ne? Wer Kinder hat. Und wenn die dann noch nach Butterkeksen schmecken, ja, dann finden die doch bestimmt toll. Also, dann sage ich es nochmal. 80 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Schlagsahne, 125 Gramm Mehl, 1 bis 2 Teelöffel, wie man will, Backkakao. Ich würde sagen 180 Grad und dann mal gucken. Vielleicht sind die schon nach 15 Minuten fertig. So, gekocht habe ich heute auch. Und das ist ja jetzt nicht mehr so einfach hier, ne? Also, ich habe ja wirklich nichts mehr an frischen Zutaten oder an frischem Gemüse.
Jetzt habe ich nichts mehr. Ich hatte nur noch ein paar Karotten und Kartoffeln und Zwiebeln. Also Kartoffeln und Zwiebeln habe ich immer noch. Auf jeden Fall gab es das heute bei mir als Ofengemüse. Ich habe einfach die Karotten, die Kartoffeln und die Zwiebeln in große Stücke geschnitten, ab in eine Auflaufform, gewürzt mit Salz, Pfeffer und Thymian. Rosmarin, wird bestimmt besser schmecken, aber hatte ich ja nicht. Also habe ich Thymian genommen. Alles vermischt, Olivenöl drüber und dann bei 175 bis 200 Grad circa 45 Minuten auf mittlerer Schiene. Ja, dauert ein bisschen lange, aber hat gut geschmeckt. Schmeckt sicher auch gut mit Käse drüber. Ja, denke ich mir. So, und wisst ihr was? Dieses Osternest hier, ne? Ja, das robb ich dann auseinander, wenn ich kein Klopapier mehr habe. Naja, das war natürlich nur ein Scherz, ne? Aber dieses kaputte Ei hier, erkennt man doch, oder? Das soll jedenfalls ein kaputtes Ei darstellen. Das besteht wirklich nur aus Klopapier. Ja, das habe ich natürlich gebastelt, bevor diese Klopapierkrise durch diese ätzenden Hamsterkäufe entstand. Ja, einfach nur einen Luftballon aufgeblasen. Dann habe ich den mit Klopapier umwickelt, also mit nassen Händen und auch immer mal Wasser drüber gewickelt und dann aber mindestens eine Woche trocknen lassen. Ich habe den sogar vor die Heizung gestellt, so in ein Glas. Ja, ich habe ja gelogen, fällt mir gerade ein. Ich hatte mit Klopapier angefangen und das fand ich dann so mühsam mit den kleinen Blättern. Dann habe ich Küchenrolle genommen und bestimmt 7 Lagen. Ja, damit das schön dick wird, ne? Also wirklich nur Küchenrolle, Wasser trocknen lassen. Ja, und als es dann trocken war, habe ich den Luftballon oben. Man lässt natürlich ein Stück rausgucken, ne? Oder besser gesagt für dieses kaputte Ei hier, ich glaube, ich habe den Dreiviertel gemacht. Ja, dann den Luftballon einschneiden, dann ist er ja weg, zack, zack. Ja, und dann diese Zacken reinschneiden. Fertig. Also ich finde den cool. Aber, also der hält wirklich. Aber wenn ich das nochmal machen würde, würde ich Kleister nehmen, damit das noch stabiler ist. Und das hier werde ich auch noch stabiler machen. Mir gefällt das sehr gut. Also entweder mache ich da jetzt einfach nochmal Kleister von außen, ist ja durchsichtig. Ja, dadurch dürfte es ja hart werden, ne? Oder ich mal das nochmal an. Keine Ahnung. Guckt mal. Das ist ganz schön groß, ne? Die kann man ja klein und groß machen, je nachdem, wie kräftig man den Ballon aufbläst. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Ostersonntag und für morgen einen schönen Ostermontag. Ich weiß noch nicht, ob ich da online komme, denn ich denke, morgen werde ich gar nicht kochen. Kein Bock. Aber mal sehen, vielleicht melde ich mich. Also, macht's gut!